Marcel, herzlich willkommen jetzt auch hier bei Borussia Dortmund in San Diego. Was wir gerne wissen wollen, wie war denn gestern das erste Treffen mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mit dem Staff? Ja, erstmal Dankeschön. Ich fühle mich sehr wohl in der kurzen Zeit. Natürlich viele neue Gesichter, das ist immer spannend am Anfang, aber alle haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Die Mannschaft sowieso, die ist sehr nett, sehr offen. Und von dem her kann man sagen, dass das erste Aufeinandertreffen sehr gut und sehr positiv war. Hallo Marcel, Jonas Ortmann von der Bild. Welche Rolle traust du dir hier beim BVB direkt zu? Du hast gesagt, du hast die Mannschaft gestern beim Abendessen kennengelernt. Mit welchem Anspruch kommst du auch hierhin? Ja, ich komme mit dem Anspruch, der Mannschaft zu helfen, weiterzuhelfen, auch anzupacken, Persönlichkeit zu sein. Ich habe schon einiges erlebt in meiner Karriere und von dem her weiß ich, wie man Titel gewinnen kann, weiß, wie man erfolgreich spielen kann. Und ich denke, in Kombination mit der Mannschaft, die sehr, sehr talentiert ist, sehr gute Einzelspieler hat, aber auch so als Kollektiv habe ich den Eindruck in der kurzen Zeit sehr eng zusammen sind. Und deshalb glaube ich, dass es sehr viel Spaß macht und wir wollen erfolgreich sein. Kannst du uns vielleicht einmal mitnehmen? Der Wechsel ist dann, glaube ich, vielleicht auch relativ schnell gegangen. Kannst du mal mitnehmen, wann gab es den ersten Kontakt? Und was hat dich am Ende auch überzeugt, von Bayern zu Dortmund zu wechseln? Ja, es hat natürlich Vorlaufzeit gebraucht. Da finden so die ersten Gespräche statt. Das war ja schon ein Prozess, mit dem Trainer sehr lange telefoniert. Er hat mir aufgezeigt, wie er mich sieht, was meine Stärken sind, was meine auch Schwächen sind und was er für eine Rolle für mich hat. Und das bringt dich natürlich zum Überlegen und beeindruckt auch in einer Art und Weise. Wenn ein eigentlich Fremder dich so genau kennt und studiert hat, dann zeigt das, dass er sich wirklich damit beschäftigt hat. Und ja, das hat mich, wie gesagt, zum Nachdenken gebracht und habe das mit mir dann selbst ausgemacht, natürlich auch die Familie ins Boot geholt. Und dann habe ich das Go gegeben und dann ging es eigentlich relativ schnell. Das war ein Prozess von vielleicht 12, 14 Stunden. Und ja, wie gesagt, es hat ein bisschen gedauert, aber ich bin jetzt sehr froh, hier zu sein. Dann noch eine Frage von mir. Du hattest dann zwischendurch auf Instagram die Bayern-Post gelöscht. Was hat dahinter gesteckt? Ja, das ist immer witzig, dass solche Zusammenhänge dann komisch berichtet werden, weil das ja nicht erst an dem Tag passiert, sondern das war schon davor archiviert. Und es hat natürlich auch Sachen gegeben, die mir nicht so gefallen haben und deshalb war ich auch ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe das nicht aus meinem Leben gelöscht, weil man muss ja schon sagen, das war ein Kindheitstraum von mir, für den Verein zu spielen, weil ich war als Kind halt einfach sehr eng verbunden. Und deshalb will ich die Zeit nicht missen. Ich bin durch Bayern München zu Manchester United gekommen und jetzt auch hier zum BVB. Und deshalb war es eine prägende Zeit, die nicht immer positiv war, aber trotzdem will ich sie nicht missen. Entschuldigung, eine Frage. Was hat denn die Verwaltung enttäuscht? Ja, das sind Internas. Brauchen wir nicht jetzt darüber reden. Aber ich denke, wenn man meine Zeit dort verfolgt hat, dann kann man sich ein bisschen was denken. Aber es gibt kein schlechtes Wort jetzt von mir. Hi Marcel, Kevin Pinne von Ruhrnachrichten. Du hast gerade gesagt, Edin hat dich sehr gut studiert, kennt deine Rolle. Wie soll die denn konkret aussehen auf dem Feld dann auch? Ja, also er hat mir natürlich, was fußballisch gefordert ist, mitgegeben, in welcher Rolle er mich sieht, auf 6, ob 8, ob 10. Und da hat er mir seinen Plan mitgeteilt und das sehr detailliert, was der Mannschaft auch noch weiterhelfen kann, wo es noch zu verstärken gibt. Und in der Rolle habe ich mich wiedergefunden. Natürlich hat er auch über meine Persönlichkeit geredet. Auf dem Platz, ja, muss auch mal eklig zugehen. Und ich denke, das habe ich in der Vergangenheit auch gemacht. Solche Typen braucht es, die sie nicht wegducken, wenn es auch mal nicht so lustig ist. Und dem stelle ich mich absolut. Und mit der Rolle, die von mir erwartet wird, kann ich mich sehr gut wohlfühlen. Du hast gerade die drei Positionen angesprochen, 6, 8, 10. Wo würdest du dich am ehesten sehen? Wo fühlst du dich am wohlsten? Ja, ist auf 8, eine Doppel-6 oder im 4-3-3. So eine Halbposition auf 8 ist, glaube ich, meine Stärke, wo ich nach vorne natürlich mit helfen kann. Ich mache viele tiefe Läufe auch und ich denke, das will der Trainer auch sehen. Aber ich bin mir auch nicht zu schade, nach hinten zu arbeiten und Drecksarbeit zu machen. Von dem her, so ein Box-to-Box-Spieler ist so meine Rolle. Du hast Jürgen Kors von Ruhrnachrichten, hallo. Du hast in deiner Zeit in Leipzig und auch in München ja bestimmt den BVB beobachtet. Was glaubst du, warum kann der BVB Titel holen und was braucht es noch, um den letzten Tick zu geben, um aus dieser ja sehr guten Mannschaft dann eine noch erfolgreichere zu machen? Ja, natürlich. Von BVB muss immer
die Verantwortung und das Bewusstsein da sein, dass man ganz oben mitspielen muss. Und das war in der Vergangenheit so. Das hat immer an Kleinigkeiten gefehlt. Also im DFB-Pokal waren sie ja immer wieder mal erfolgreich. Aber in der Liga hat es halt nicht mehr gereicht. Und da gibt es natürlich Stellschrauben zu drehen, dass du wirklich in jedem Spiel, an jedem Spieltag ans Maximum gehst und dass du dir einfach keine Ausrutscher erlauben kannst. Sie waren diese Saison oder die letzte Saison fast da. Aber wie man gesehen hat, war es halt dann auch wieder der letzte Spieltag, der irgendwas missen hat lassen. Und genau in solchen Spielen musst du da sein. Und das hat vielleicht gefehlt, dass du gegen kleinere Mannschaften oft was liegen lassen hast. Und das darf auf gar keinen passieren. Bayern ist halt einfach zu stark. Und da musst du immer da sein. Marcel, servus, der Patrick von Sport 1. Du hast gerade eben ja eigentlich sehr treffend formuliert oder sehr genau beschrieben, wie die Gespräche abliefen. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, was denn Edin in dir gesehen hat, was vielleicht auch am Ende dieser 12, 13 oder 14 Stunden Prozess, was du gesagt hast, in dir dann eben ausgelöst hat? Weil es hieß ja immer, dass du auch in Richtung England tendierst, dass dir das da auch sehr gut gefallen hat. Warum dann ausgerechnet Edin, warum BVB? Naja, also die letzten 12, 14 Stunden, da ging es ja nicht mehr darum, dass mich irgendwer auf der sportlichen Seite überzeugen musste. Die sportlichen Gespräche, die waren schon weit davor, wo ihr überhaupt was gewusst habt. Deshalb, das war nicht ganz zum Schluss. Ich habe einfach für mich natürlich einen Weg gesehen, wo ich mich sehe. Und dann kam halt das Gespräch mit dem BVB rein. Und natürlich macht das was mit einem. Es ist einfach reizvoll, wenn du die Seiten wechselst und da vielleicht ein Bein stellen kannst. Und deshalb, das hat nicht zum Schluss den Ausschlag gegeben, sondern da waren natürlich Gespräche im Hintergrund, die mir auch nochmal klar was gesagt haben. Und ich war vornherein begeistert vom BVB, von der Vision, die sie mir sehen. Aber ich muss das natürlich auch mit Familie abklären, da natürlich Gespräche führen, weil ich bin Familienmensch und das gehört für mich einfach dazu. Und dass ich mir da ein paar Tage halt dann genommen habe, das haben sie mir Gott sei Dank zugestanden. Dem bin ich auch dankbar. Aber als ich das Go gegeben habe, da gab es keine Gespräche mehr, sondern nur ab nach vorne und so schnell wie möglich durchziehen. Und löst das, glaubst du, jetzt in dir auch was aus? Die Phase bei den Bayern, die nicht ganz so einfach war, wo vielleicht noch ein bisschen was vorgefallen war. Ich meine, Niklas Süle ist ja auch mit dem Gefühl eben herzukommen, vielleicht an den Bayern mal das Beinchen stellen zu können. Ja, in der ersten Saison für ihn war es ja nicht ganz so verkehrt. Also er war nah dran, also ist das schon ein Weg, den man gehen kann und der reizt auf jeden Fall und ist vielleicht ein bisschen eine ähnliche Situation. Es war keine einfache Zeit, aber wie ich es gesagt habe, ich bin jetzt nicht mit der Motivation hergekommen, dass ich auf die sauer bin und deshalb hierher komme, sondern ich bin überzeugt von der Mannschaft, von dem Verein, die Fans natürlich auch, das Stadion, das ist einfach beeindruckend. Das war als Gegner immer nicht einfach dahin zu kommen, hat nie so richtig Spaß gemacht, wenn so ungefähr 75.000 gegen dich sind. Aber wie ich gesagt habe, ich will angreifen, ich will hier Spaß haben, wieder in der Liga so mich präsentieren, wie ich es in der Vergangenheit in Leipzig gemacht habe. Und ja, darauf blicke ich nach vorne. Matthias Herr vom Kicker, du bringst eine Waffe nach Dortmund mit, das sind deine Distanzschüsse. War das auch Teil der Gespräche mit Terzic, dass er das von dir sehen möchte und wie trainierst du das? Ja, es hat wirklich gut funktioniert in der Vergangenheit. Jetzt in der Jüngeren eher nicht so, habe da nicht so Distanzschüsse gehabt, aber ist auf jeden Fall eine Waffe, die auch der Mannschaft was helfen kann. Logisch, wenn tiefstehende Gegner sind, dann ist das ein Mittel. Ich habe immer in der Jugend viel Torschuss trainiert. Mein bester Kumpel, der im Internat war, war immer Torwart und ich halt so ein Typ, der gerne geschossen hat. Von dem her haben wir uns da gut ergänzt und das hat sicher seinen Teil dazu beigetragen, dass meine Schusstechnik so geworden ist, wie sie ist. Und deshalb will ich das natürlich einbringen, aber auch andere Attribute. Aber ich glaube schon, dass ich der Mannschaft mit verschiedenen Sachen helfen kann. Nochmal kurz zu deiner Manchester-Zeit. Gibt es etwas, was du mitnimmst aus den Monaten, was dich als Spieler und vielleicht auch als Mensch weitergebracht hat? Ich nehme einiges mit, klar. Wenn du bei so einem Verein warst, der sehr groß ist, wo viel dranhängt, dann war das am Anfang natürlich sehr beeindruckend und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich habe jeden Tag ein Lächeln im Gesicht gehabt, dass ich da sein konnte, dass ich auch viel spielen konnte. Ich habe mir viel Rhythmus wieder geholt, viel Selbstverständnis wieder geholt, habe gute Leistungen da gezeigt und das macht was natürlich mit dir, weil die 2 Jahre davor oder anderthalb Jahre davor haben sie dich eigentlich abgeschrieben und war nicht alles so einfach.
Und wenn du dann für dich selber das wieder beweisen kannst, dass du bei solchen Vereinen eine Rolle spielen kannst, dann tut das gut, für das Selbstvertrauen natürlich. Und deshalb komme ich mit einer Überzeugung her, mit einem Selbstverständnis her, einfach wieder richtig Spaß zu haben, auf dem Platz zu stehen. Christian Wupp von der Funke Mediengruppe. Du kennst die Bayern von uns allen am besten. Wie schafft man es denn, sie über 34 Spieltage unter Druck zu setzen? Ja, muss einiges zusammenkommen, das ist klar. Also die Saison oder die letzte Saison hatten sie natürlich auch ihre Probleme, die für sie nicht förderlich waren. Und da, wie ich es vorhin gesagt habe, da sind es halt immer wieder die Spieltage, wo du da sein musst. Da darf es keine Ausreden geben. Egal, gegen wen du spielst, ob du gegen den letzten spielst, ob du gegen den ersten spielst, du willst die Spiele gewinnen, du musst sie gewinnen, um wirklich ernsthafter Konkurrent zu sein. Und das ist das, was ich sagen will. Dass, klar gibt es mal Spiele, wenn du gerade von der Champions League-Reise kommst oder sonst was, die auch mal wehtun, die nicht so förderlich sind jetzt, aber du musst ja trotzdem da sein, du musst vorangehen, du musst mal den Kampf annehmen und das heißt einfach in jedem Spiel auf den Platz zu bringen, um so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und dann kannst du die natürlich schlagen auf Dauer. Du hast gerade schon gesagt, du bist ein Typ, der vorangehen will, auch in Situationen, wo es vielleicht nicht zum Lachen gibt. Und gerade die Spiele in München waren für den BVB immer ja, sehr schwierig, wurden teilweise sehr, sehr deutlich verloren. Sind das dann auch genau die Spiele, wo du besonders überzeugen willst? Ja, was heißt besonders überzeugen? Es geht ja immer nur im Kollektiv. Also ich glaube, dass wir als Gruppe einfach stark sein müssen, wenn wir dahin fahren, dass wir überzeugt sind, wirklich was reißen zu können und auch vorne anzulaufen, sie zu stressen, das in der Vergangenheit nicht so optimal war, das habe ich auch mitbekommen natürlich. Aber aus Borussia Dortmund musst du immer den Anspruch haben, auch dahin zu fahren mit einer klaren Message und das ist das Spiel zu gewinnen. Hey Marcel, Manuel Feeth von Transfermarkt. Die große Lücke beim BVB ist Jude Bellingham. In den Gesprächen, die du hattest, hat der Trainer da auch aufgezeigt, wie du diese Lücke füllen kannst? Ja, ich habe das vorhin ja schon bei dem Kollegen eigentlich beantwortet. Das gilt nicht nur für mich, Bellingham zu ersetzen. Dass er eine Lücke hinterlässt, das ist ja klar. Er ist sicherlich ein außergewöhnlicher Spieler, der die letzten Jahre einiges hier gezeigt hat und erreicht hat. Aber natürlich will ich meinen Teil dazu beitragen, dass er in Vergessenheit gerät. Aber wir als Gruppe müssen das auffangen. Jeder muss sich einbringen. Jeder muss die Rollen übernehmen, die zum Ausfüllen sind. Und es geht nicht 1:1, sondern als Mannschaft. Marcel, dann genau, haben wir den Anfang gemacht, machen wir ein Ende. Und zwar noch eine Frage zu deiner Rückennummer. Die 20 war bislang in deiner Historie noch nicht aufgetaucht. Einfach gewählt, weil sie frei war. Doch, hab ich es bei uns nicht gesehen. Der Grund dafür, weil sie frei war oder vielleicht eine kleine Hommage an den letzten Österreicher bei uns, Wolfgang Feiersinger, der diese Nummer 20, nämlich 96, 97 in der Champions League getragen hat. Tatsächlich, ja? Ja. Nee, das wusste ich nicht, aber... Können wir so verkaufen natürlich jetzt. Nee, also klar, ich habe ja auch ein paar Nummern schon gehabt in meiner Karriere, die waren leider alle besetzt. Aber als ich Nationalmannschaft begonnen habe zu spielen, hatte ich die 20 und die war hier frei. Dann dachte ich, vielleicht schließt sich da der Kreis. Von dem her, das war der Grund, aber nicht mehr, nicht weniger. Bitte.